Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Payday 2. Wir haben schon zusammen die Beta gespielt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer zum Geier sind denn das jetzt hier? Diese coolen Typen, Little Johnny, Crazy Mike und Fat Tony. Das sind unsere Ghost-Spieler. Genau, Leute, denn wir spielen hier wieder zusammen mit dem Erisok und dem Alex, mit meinen beiden Barrows. Hallöchen! Mit meinen Gangster-Kumpels. Ja, wir haben uns dementsprechend auch einfach mal so gangstermäßige Namen gegeben. Little Johnny, Crazy Mike und Fat Tony. Fat Tony kennt ihr vielleicht von den Simpsons, aber ich fand den Namen cool, deswegen habe ich den genommen. Dementsprechend, ich bin der Fat Tony, Little Johnny ist der Alex in Rot und Crazy Mike ist der Erisok. In Blau. Genau. So sieht's ja aus. Ja, wir haben ja schon echt coole Masken bekommen, direkt zu Anfang. Wir haben bis jetzt nur eine Mission zusammen gespielt hier, während seit die Beta draußen ist, das Spiel jetzt endgültig draußen ist. Also ihr habt nichts verpasst. Das ist sozusagen jetzt die zweite Mission für euch, aber wir beginnen jetzt hier mit dieser Mission, unser LP. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Jo. Der Juwelier von Bane, haben wir den Auftrag bekommen, unser erster Auftrag hier. Und wir hauen einfach mal direkt rein. So, erstmal warten, bis alle drin sind. Wir spielen ohne die KI, spielen alleine. Das können wir dann eigentlich noch ändern, wenn es ein bisschen schwerer wird. Aber diese Überfälle schaffen wir, glaube ich, auch nochmal so. Risikolevel ist hier niedrig. Übersicht, zeige ich euch hier mal kurz. Ich spiele als Wolf, beziehungsweise ja der Fat Tony. Ich habe eine AK, eine Schallgenäfte G18, Panzerung und einen ECM-Sender. Störsender, der dann die Kameras und sowas lahmlegt für kurze Zeit. Der Erisok, willst du selber sagen, was du hast? Nein, du darfst das gerne erzählen. Okay, dann hat der Erisok eine normale M4, er hat auch eine Schallgenäfte G18, nur auch eine Weste und ein Kosmetik-Set. Nein, Scherz, es ist natürlich ein Medipack für uns alle. Und für die abgebrochenen Fingernägel. Genau. Und der Hoxton, der Alex, der hat auch eine AK, genauso wie ich. Eine nicht schallgedämpfte G18, Panzerung und Stolpermine. So, wir fangen einfach mal an. Ist ein eintägiger Überfall. Macht alle auf bereit. Ein eintägiger Überfall. Also rein, raus und bezahlt werden. Yeah. Dann wollen wir mal loslegen. Was, Jungs? Auf gute alte Zeiten in Payday. Oh, genau. Okay. Leute, wir schauen jetzt erstmal. Da ist ein Sicherheitsmann. Linke Gasse. Da ist der Juwelier. Noch nicht reingehen, bitte. Wir können auch links rumgehen, oder? Ja, wir gehen lieber rechts rum, glaub mir. Das ist praktischer. Okay. Ach, jetzt hast du die KI doch drin. Alright, let's roll. Hab ich? Nein. Ja, doch. Chains. Chains läuft hier rum. Ja, ist doch egal. Ja. So, ist doch lustig mit Chains. Ja, der alte Haudegen. Genau. Leise. Wir dürfen ihn doch nicht. Ich kann den Tresor schon müssen sehen. Gleich, ja, wartet, wir müssen gleich mal kurz aufpassen. Ich würde mal versuchen, dass wir es hier ohne Polit. Wir dürfen ihn doch nicht einfach ausschließen aus unserer Gruppe. Vorsicht. Vorsicht. Verdammt, sie haben uns doch gesehen. Nicht da rausgehen, nicht rausgehen in den Juwelierladen. Nein, 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 ich hab sie nur runtergedrückt. Mist. Irgendwer hat den scheiß Alarm. Ach verdammt, ich hab vergessen, die Pager zu beantworten von den Wachen. Ah, dammit. Egal, schied drauf. Okay, schneller Job. Holt den Schmuck. Einfach alles eintüten. Tüten, tüten, tüten. Holt euch alles, was geht. Und dann wollen wir mal. Ab dafür. Habt ihr Geiseln genommen? Ich mach hier den Tresor auf. Ich hab meine Geiseln schon verschwendet, meine Dinger schon verbraucht. Da braucht man noch vorne im Laden. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich nehme mal einen, könnt ihr mich mal ein bisschen deffen kurz? Ja, sofort. Wenn ich hier alles nehme, was mir so gefällt. Ich trage schon mal den Tafel weg, ne? Ja, er bringt die mal hinten ins Büro. Habt ihr da, alles? Wo wir reingekommen sind, da wo wir reingekommen sind, ne? Ja, genau, liegt dahin. Schmuck, Schmuck, Schmuck. Aber am besten in der Ecke. Egal, ich mach das schon. Hol du weiter Tüten. Au, oh, au, oh. Wo bist du da? Einfach schön weiter Tüten holen. Draußen ist der Dings direkt vor der Tür. Sollen wir das nicht direkt da reinlegen? Was? Wo ist denn die Tür? Was? Hier sind doch diese Container. Ach so, nein. Schied drauf. Die Bullen finden das sowieso. Na gut.
Hier wird schon wieder heißes Feuergefecht, aber der Eri steht sich hier ganz gut. Oh, nächste Tasche ist auch da. Dum, dum, dum. Yeah. Yeah. Du nimmst schon gut. So, ich glaube, wir haben alles an Taschen, oder? Kann das sein? Ja. So, wow. Ich sehe zumindest nichts mehr, aber der Tresor läuft noch hinten. Ja, ja. Was? Der dauert noch. Ja, 3 Minuten noch. Gut, Crazy Mike. So, dann wollen wir mal weiter gucken hier. Hier schleichen sie nämlich ganz gerne mal ein paar böse Polizisten hier von hinten an die Büros ran und das finde ich gar nicht okay. Ich bin hier bei den Taschen. Polizeivorstoß. Oh oh. Weiter geht's. Wo treibst du dich rum? Guck mal auf die Schreibtische, da könnte eventuell noch Geld liegen. Da habe ich hier schon geguckt eigentlich. Oh, das Escape Car ist da. Okay, trag mal bitte die Säcke rüber ins andere Büro. Go, 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 go. Nicht schon ins Car? Ja, so langsam. Hier in diesen Flur bitte. Bringt die mal zu mir in den Flur, ich passe auf hier. Oh, der Bohrer steht. Ich mach erst eben den Bohrer. Wenn ihr die ganz, bring, holt ihr die Säcke her, wenn ich hier aufpasse. Ich mach eben den Bohrer und hol dann den Sack. Ich kümmere mich um den Sack. Ist da noch ein Sack? Oder ist das der letzte? Warte, ich gucke. Ne, da ist noch einer. Das sind noch 3. Oha. So, wir sind doch viele Bullen am Start. Jo. Geh weg, du doofer Typ, du. Warum? Ah, warum Kacke. Warum kann man manchmal sprinten mit der Tasche und manchmal nicht? Chains, helf mir. Ich habe euch. Ich hol die letzte Tasche. Bin bei der Tasche. Chains, hilft mir schon. Hab die. Dann packt sich jeder das eine Tasche und dann ziehen wir los. Ja, was aber ist der mit dem Tresor? Ja, wir bringen erstmal die Taschen ins Safe. Wow. Oh, das wird übel, das wird übel, das wird übel. Oh Mist, ich lieg hier. Ich lieg hier, warte. Ich kümmere mich um. Ich hab ihn niedergeknüppelt. Ich kümmere mich um Tony. Achso, okay. Ich mach schon. Ich sehe über den Typen, der vor mir steht. Schnell weg hier. Du da? Stellst ein Medipack. Ist ja sowieso jetzt schon auf den letzten Metern. Ja, wir sind auch sowieso schon auf den letzten Metern. Da muss ich aber erst die. Hier hast du die. Warte. Alex, hier, ich werf sie dir entgegen. Auf die Straße, die Sachen. Aua, aua, aua. Okay. Oh, scheiße. Was ist das? Okay. Da ist noch einer. Ja, ich mach die. Ja. So, dann kümmern wir uns noch um den Tresor. Und dann okay, sagen wir drin. Ab dafür. Tintiri. Immer noch mal Leute, ne? Das für ein Arsch. Stand so ein Polizist noch. So, Tresor ist in 43 Sekunden offen. Kommt mal her, okay, hier bitte. Dann bleiben wir vorne beim Auto. So, ne, Alex ist schon hier. Bleib du mal beim Auto. Also sicher mal unseren Fluchtweg, sagen wir es mal so. Ja. Während wir hier auf den Tresor warten. Aua. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann komm ich wieder hin. Eigentlich kannst du auch gehen, Alex, weil ich habe ja Chains noch hier. Ja, komm mal wieder hier hin. Aber hier ist nicht viel los. Der Polizeivorstoß ist vorbei. Es sind 10 Sekunden erst. Das ist gleich fertig. Dann sind wir fertig. Yeah. Oh mein Gott, da kommen wieder welche. Sehr gut. Erstmal nur 3, aber das, glaube ich, werden direkt mehr. Johnny! Werden daraus mehr Taschen? Nein, ist eine. Nee, dann ab geht dafür. Ab geht dafür. Ab geht's. Geht die Post. Ab dafür. Oh fuck. Okay, go, go, go. Bin drin. Tu mal den Sack rein. Ciao. Der fehlt gerade noch ein bisschen. Los, alle rein. Go, 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 go. Safe Zone, Safe Zone. Ich fahre.
Alles klar, Jungs, wir haben es fett abgeschlossen, haben wir es. Bad. Yes, Mann. Badge, Junge. Wollte die Gegenstände. Steige aus dem Bett. Dreh den Swag auf. Schau kurz in den Spiegel, sag was ab. Hey, I'm getting money. Oh. Crazy Mike hat richtig die Gegner weggerapt, Mann. Level 2. Oh ja, ich hab die Crosskill-Pistole. Biatch. Ich auch. Die ist so cool. Und die Mark 10 ist auch richtig geil. Ja. Ich mach die Crosskill lieber. Das ist eine modifizierte M1911er. So, dann entern wir mal den Payday und schauen mal, was wir bekommen, Jungs, wa? Yo, Geld. Hier, wir bekommen keine Maske. Ja, Geld. Kleiner Schalldämpfer, das ist doch schon mal nicht schlecht. 12.000, Mann. Naja. Ihr ist voll angefressen. Dann halt 12.000 und eine Money Fähigkeit. Is what I want. Money was nehme ich denn mal? Fallen verursachen weniger Schaden. Die Zeit, bevor Ausdauer sich regeneriert wird, verringert. Die Regenerationsrate erhöht. Oder erhöht den Wert von eingesammelter Beute. Ich würde sagen, erhöht den Wert von eingesammelter Beute. Das bringt, glaube ich, relativ viel. So, dann erhöht schauen wir deine Ausdauer oder ins Inventar. Sanitäter. Glückwunsch. Bessere Verbergung, schlechte Schalldämpfung. Nee. Schaden wird reduziert, Mobilität wird reduziert, Lärm wird reduziert. Das nehme ich. Sichtbarkeit wird vergrößert und genau, und sonst... Ach, der ist ja voll scheiße, ey. Was ist scheiße? Der Schalldämpfer. So, warte, ich guck mal bei Sekundär. Ich will mir unbedingt diese Crosskill-Pistole kaufen, aber dafür fehlt mir ein bisschen Kohle. Oh. Ich baue da erstmal den Schalldämpfer wieder ab hier. Schöne Sache. ETF. Yeah. Okay. Wie sieht die weitere Planung aus? Ich würde sagen, nächste Runde, ne? Tony. Wie lange war denn jetzt die Aufnahme? 12 Minuten, ich würde sagen, daraus machen wir eine Folge, oder? Ja. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, gefällt mir, drücken und ja. Bis dahin, Leute. Ciao. Adios, amigos. Bis dahin, noch einen schönen Verbrechertag.